Top. Lässt du heute auch Mütze auf? Ja, klar. Mützenboys. Mützenboys. Kappenboys. Ich hätte jetzt auch die Haare blond gefärbt. Echt? Nein. Warum nicht? Mach doch mal. Was für Haare denn? Das würde richtig gut kommen, das sind blond so. Ja, du musst ein bisschen länger wachsen lassen, hast du ja auch zwischendurch mal. Und die machst du dann blondierste. Und dann sagst du stehst zu deiner Sexualität. 90er. Flippig. Ah, wollen wir starten langsam, ne? Wir müssen mal gucken. Ach, ich habe übrigens noch was für dich mitgebracht. Ich wollte wissen, ob du das gerne mögen tust. Mögen tust, herzlich gern. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und zwar Gretchen Ginpralin. Ginpralin? Ginpralin. Oh, ja. Willst du mal probieren? Mit Gin drin? Davon bin ich jetzt mal ausgegangen. Ich muss ja noch fahren, ne? Ja, du musst ja nicht die ganze Packung essen. Ich kann aber nicht anders immer. Ja. Pralin, ja, das ist eigentlich auch so. Ich bin so Schnapspralin, dachte ich, du bist so ein Typ irgendwann. Ich kann ja ganz dunkel mit 16 an irgendwelche Rumpralinen mal erinnern. Rumkugel. Rumkugel. Wollen wir mal probieren? Ich weiß nicht, wie schnell. Flüssig gefüllt mit Zuckerkruste. Das wurde ja letztes Mal gefragt, ob wir mal was anderes testen können. Ja, ihr wohl bekommt's, ne? Ja. Prost. Boah. Lecker! Boah. Boah. Ach, eigentlich? So, ich muss sagen, geschmacklich auf jeden Fall. Boah. Der Gin kommt gut raus. Die herbe Schokolade dazu auch wirklich grandios. Aber ist ohne Palmöl. Also tut man der Welt damit ja auch was Gutes. Ist toll, wenn man drauf knackt. Die Schokolade zerbricht, das ist so ein Zuckermantel um den Gin. Ekelhaft. Aus dem Schwarzwald. Meine Meinung dazu nochmal bestätigt. Magst du noch einen? Nee, das war. Kommen wir zu der nächsten Schlemmerei. Ich zieh runter. Ja, komm. 3, 2, 1. Moin Leute und willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Review-Channel für Gaming-Booster im deutschen Internet. Heute haben wir eine tolle Neuigkeit. Ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Könnt ihr schon kaufen, könnt ihr schon bestellen. Wir haben es zugeschickt bekommen, das heißt, ich muss wieder Werbung einblenden. Ich vergesse das immer. Besten Dank an Gamers Only. Besten Dank an Gamers Only für dieses wunderbare Paket. Packen wir es nochmal aus, immer in der typischen schönen Retro-Box. Aber ich habe mittlerweile sehr viele von diesen Boxen. Ja, die stapeln sich so ein bisschen. Aber ich habe gedacht, vielleicht baut man da mal was raus. Hier, bitteschön. Oh. Hey, was ist denn das? Das ist der neue Milchshake. Neuer Banana. Milchshake. Banana. So, wir haben ja schon einmal die Gamers Only Milchshakes probiert in der ersten Generation. Und zwar Vanille und Erdbeere. Schokolade wurde schon mal nachgefragt, aber wir mögen beide nicht so Schokomilchshakes, noch nie. Haben wir auch gedacht, brauchen wir das jetzt nicht besorgen. Deswegen haben wir uns auf die Sorten geeinigt, die wir sowieso gut finden eigentlich. Im normalen Milchshake-Business. Ich muss jetzt nochmal sagen, ich freue mich aber wirklich, den zu trinken, dass ich diesen ekelhaften Geschmack aus dem Mund kriege von den Pralinen. Ja, also ich finde, ich könnte es nachher noch 1, 2. Schön abends am Computer, dann gucke ich dann noch meine Dokumentationen über alte Römer. So eine halbe Praline, dass das also so rausläuft. Und die andere Hälfte immer wegpacken. Der Bananenmilchshake gibt es in 2 Varianten, genau wie bei den anderen Milchshakes. Einmal mit Koffein und einmal ohne Koffein. Was natürlich ganz geil ist, weil die Milchshakes, kann ich mir gut vorstellen, das trinkt man auch mal ganz gern so. Und man will nicht unbedingt immer Koffein. Kick haben. Das kann ich schon nachvollziehen. Da wir heute ein bisschen noch was machen müssen, würden wir, glaube ich, die ohne Koffein einmal wählen. Ich hatte bisher auch noch kein ohne Koffein, also da haben wir sowieso immer das, ne? Aber bisher hat es immer gleich geschmeckt bei Gamers Only. Das schmeckt auch gleich, das weiß ich. Dann machen wir ein paar Milchshake-Abende. Bisschen mit Cookie-Clicker. Ja, auf jeden Fall. Können wir schön noch einen Sahne-Bacardi rausmachen. Sahne-Bacardi? Bacardi-Banana. So. Geheimrezept. Boah, die sind aber fest. Boah, dass da nichts reinkommt, ne? Zum Thema Banane. Ihr wisst, wir sind riesige Bananenfreunde. Also ich sag nur, welches war das letzte, was wir mit Banane hatten? Doch, als Probe. Ach jo, stimmt. Da hatten wir irgendwas mit Banane. Ich glaube beim Adventskalender. Ja. Das war furchtbar. Und ich weiß noch, den Kiba-Dingens, das Kirschbanane, das war ja auch. Ja, ich kann mir vorstellen, mit Milch jetzt. Ich weiß nur, dass ich früher gerne Bananenmilchshakes
getrunken habe früher. Mal sehen, vielleicht kommt das ja jetzt wieder. Ja, würdest du uns denn einmal die wunderbare Shaker-Anlage und die Milch von dem Tante-Emma-Laden nebenan? Ich habe diesmal keine Ja-Milch genommen. Das wurde einmal auch schon mal bemängelt, dass wir uns der billigen Milchindustrie hingeben. Diese Milch für euch stand drin. Hat einer gesagt, wieso denn Ja-Milch? Und da habe ich so gedacht, ja, wenn ihr alle immer so reich seid, wir leben hier nur von YouTube. Ja, ja, ja. So, deswegen, wir haben hier von unserem Tante-Emma-Laden nebenan das jetzt besorgt. Ist auf dem Dorf hier, ne? Da gibt's sowas halt. Kennt noch jeder jeden. Und wenn ich Milch brauche, dann frage ich halt irgendwie. Günther Gussig, ne? Irgendeine frisch gewordene Mutter kann man auch noch fragen. Ja. Die pumpen das für einen ab. Bitte drin lassen. Mhm. Ein Messlöffel auf Pulver und 400 Milliliter. Ja, sieht natürlich schön weiß aus, das Pulver, ne? Ja, bananig. Ja, das war schon der eine Messlöffel. Ja, spektakulär. Ja. Ja, aber lag jetzt auch nicht schön tief drin, sondern schön obendrauf. Das musste man ein bisschen länger schütteln, ne? Ach, herrlich. Ja, und sonst? Da war nix, ne? Ne, passiert nichts, ne? Muss. Ja, muss. Ich interessiere mich auch für nix. Nee. Ich bin nur im Discord, lese deinen Booster-Talk. Würden uns natürlich freuen, wenn da noch mehr Leute draufkommen. Jetzt schon über 340 Leute und da gibt es immer einen sehr regen Gedankenaustausch. Ich habe übrigens uns geboostet. Ich habe irgendwas abgeschlossen. Discord Nitro. Ja, hat der eine mir gesagt, soll ich machen. Nick oder ja, hat gesagt, ich soll. Der war das schon wieder? Ja. Hat gesagt, ich soll das mal machen. Da habe ich gedacht, wofür ist das gut? Sagt er, ja, kannst du ganz tolle Sachen mitmachen. Emotes. Ja, kannst du Qualität in Audio-Chats ist besser? Oder? Ja, habe ich halt angeschaltet. Kannst du mehr größere Fotodateien hochladen? Ach, für 4K-Fotos. Und andere Emotes noch benutzen und sowas. Kann man nicht auch selber welche hochladen? Ja, liebe Community, wenn ihr Lust habt, Emotes zum Beispiel für unser Discord, seid gerne herzlich eingeladen. Einfach auf den Discord schreiben. So, meinst du, ist das genug oder? Ist das schon gut geschehen? Gut geschickt? Das ist gut geschickt. So, leider habe ich keine Kekse, aber wenn du willst, ich habe noch eine leckere Pralinen. Nee, ich möchte keine Pralinen. Boah, das war selig, ne? Ja, auch gut geschickt. Ja. Ah, jetzt kommt der Bananengeruch, ne? Also ich fand ja, dieser Vanillezeug hat ja so geschmeckt wie so Paradiescreme. Ja. Bin mal gespannt, wie uns dieser hier gefällt. Ja, hör dann. Also als Shake finde ich Banane immer besser. Als Saft, ja, als Saft muss ich kotzen. So als Saft oder mit Wasser gemischt, also zum Bananenbooster oder so. Ich nehme es aber so als Milchshake. Wenn jetzt noch ein bisschen kühler wäre, glaube ich. Ja, also ich glaube, es wird helfen, wenn ihr die Milch vorher wirklich ins Gefrierfach nochmal legt. War jetzt schon kalt, aber ne? Also ja, möchtest du noch ein Schlückchen? Ist ein bisschen, es schmeckt ein bisschen so wie flüssigere Paradiescreme, ja, immer, ne? Auch von der Konsistenz so. Und diesmal koffeinfrei, was ich ja sehr geil finde. Ach so, super wichtig. Beim letzten Test hatte ich den Becher einmal nur so ausgekippt und wollte den am nächsten Tag sauber machen. Dann war ich aber nicht im Büro, sondern musste weg. Dann stand der Becher da bis Montag. Und dann habe ich den Becher aufgemacht und ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe danach den Becher wegschmeißen müssen, weil ich diesen Geruch da nicht mehr rausgekriegt habe. Ganz wichtig, den Shaker sofort auswaschen und in die Spülmaschine nehmen. Also wirklich richtig auswaschen, weil manchmal bleibt da Milch auch so in den Ecken sitzen. Und wenn das dir gammelig wird, also es ist wirklich super, ja, empfehle ich keinem. Ja, Geschmack, aber ich finde es auch nicht so, mir gefällt es jetzt besser, dass der so ein leichter Bananengeschmack ist, nicht so ganz intensiv. Ich weiß, früher haben wir immer Bananenmilchshake wirklich so gemacht, das war eine Kugel Vanilleeis, Milch und Banane. Und genauso schmeckt das, finde ich auch. Das würde ich auch gerne nochmal mit so wirklich Kugel Vanille noch rein. Ich glaube sogar, wenn man da noch eine Kugel Vanilleeis reinmacht, das richtig dann durch. Man kann ja, braucht ja nicht nur Shake, man kann es auch in einem Mixer machen. Ja, klar. Ich glaube, dann ist das richtig geil. Also wenn ihr so einen Blender, Blender habt, ne? Und das dann einmal reinballert, ich glaube. Guter Geschmack. Der ist natürlich wie immer, ich finde jetzt auch schon mächtig, ne? 400 Milliliter reicht da auch schon. Ja, ich glaube ja. Ist jetzt auch nicht so, ne, wenn du dann sagst. Also wie bei normalen Milchshake. Es gibt zum Beispiel einen Milchshake von McDonald's, ne? Also diesen typischen McDonald's Milchshake. Da bist du nach einem Ding auch fertig. Ist ja generell so, auch wenn ich mal esse immer gern was und danach trinke ich meinen Booster. Ist jetzt vielleicht dann der Milchshake nicht so, der sättigt halt schon ordentlich. Also für euch zur Information, pro 100 Gramm von dem Pulver haben wir 2,5 Gramm Zucker durch die Milch. Haben wir dann aber pro Milchshake 17,1 Gramm Zucker. Nur für euch zur Information, liegt aber an der Milch. Das schmeckt mir sehr gut. Wir hatten bei den ersten auch keine Medaille vergeben. Ist ja so, wenn man das jetzt aussprechen würde, würde ich jetzt so im Silberbereich, ne, liegen. Ne? Ist halt wirklich eine Alternative, wenn man was anderes, vor allem mit Koffein, wenn man das dann möchte. Ne? Dann genau, gleich einen Performance-Kick. Aber das Konzept finde ich zum Beispiel um einiges besser jetzt als jetzt die Dose. Ja? Leider natürlich, also gut, online, das könnt ihr halt online kaufen. Und auch neuerdings,
den Code Pulverboys. Ah, Mensch, ja. Haha, habe ich. Übrigens, wenn ihr bei Gamers Only bestellen wollt und nicht über diesen blöden Affiliate-Link, was man ja immer vergisst, weil man tippt direkt Gamers Only ein, könnt ihr am Ende beim Kassenausgang Pulverboys als Code eingeben. Da, wo ihr vorher immer Get on my Level reingeschaut habt. Genau, da schreibt ihr jetzt Pulverboys rein. Pulverboys. Ja. Saftig, knaftige 10%. Saftig, knaftig. Ja, und besten Dank nochmal an die Jungs und Mädels von Gamers Only, die sind Silber, würde man sagen, ne? Und also wenn wir nach normalen Kriterien gehen würden, Silber, aber weil das halt ja nochmal so komplett anders ist, ne? Aber das ist eine sehr, sehr gute Silber. Ich fand Vanille und Erdbeer leicht besser. Ja, doch, ist einfach, das ist mehr nochmal so einfach die Magier einfach lieber, Vanille und Erdbeer als... Aber für einen guten, also es schmeckt wie ein richtig guter, schöner Bananen-Milchshake. Und ja, der ist ja schon ein paar Tage raus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Bananen-Milchshake auch schon probiert habt von Gamers Only. Und wir würden uns natürlich immer ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Die Glocke läuten und wie gesagt, kommt auf unseren Discord. Und besten Dank sonst immer für den fetten Support. Richtig, recht herzlichen Dank. Ja. Ja. Schon der Geistesabwesen. Ja. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wiederschauen und reingauen.